Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Ja, ihr werdet höchstwahrscheinlich schon merken, dass, dass ich nachspreche. Das hat den einfachen Grund, dass meine Freundin einfach ohne Ton aufgenommen hat. Und, naja, ist nicht so schlimm, versuche ich mein Bestes zu geben. Wir haben ein Tokyo Treat Paket bestellt aus Tokio. Da sind, Süßigkeiten direkt aus Tokio drin, und das ist auch, wie man es von anderen Anbietern kennt, die sind einfach per Zufall sind die eingepackt, einfach random, so ein bisschen so Überraschungseffekt mäßig eingepackt. Und wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, was da drin ist, und habe mich auch mega drauf gefreut. Wir werden das auch das Ganze bewerten von 1 bis 10. Und ich weiß auch, scheiße, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gegeben haben, scheiße. Ja, deswegen nehme ich nicht gerne Videos mit Handykamera auf, aber ist doch wurscht. So, da ist er nun. So sieht das Ganze von innen aus. Man erkennt noch nicht viel. Wir gehen nochmal ein bisschen näher ran hier. So, grober Überblick von den ganzen Sachen. Da gibt es auch so eine Tokyo Treat Broschüre, wo alles drin steht. Das ist die Halloween Edition dieser Box. Und das sind so ein paar Sachen, die da in dieser schmalen Box drin waren. Da gibt es eine schmale Box, eine reguläre Box konnte man bestellen, und eine Premium Box. Und die schmale, die ist halt die kleinste, aber auch die billigste. Die habe ich mir einfach mal genommen, um einfach mal zu gucken, was kann man denn da alles, was ist da denn alles drin? Lohnt sich da die auch, oder sollte man eine Premium-Box bestellen? Und das ist auch schon die erste Sache. Nämlich sind das Hot Chili Karneval Chips. Und meine Freundin setzt sich erstmal die Brille auf, weil sie erstmal lesen muss. So. Genau. Hot Karneval Chips. Ich fand die ziemlich gut. Muss ich euch sagen, schmecken wie hier in Europa auch, also da ist jetzt kein geschmacklicher Unterschied. Schmecken halt irgendwie ganz normale Meersalzchips, gesalzene Chips, um das mal so zu beschreiben, mit einem Chili-Geschmack, der aber, finde ich, meiner Meinung nach auch nicht allzu scharf ist. Also hat zwar schon eine gewisse Schärfe, aber man kann sie essen, und ich esse wirklich gerne, habe jetzt schon ein paar gegessen wieder von. Und, genau. Ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir gegeben? Für Punkte? Ich glaube, meine Freundin hatte eine 6 gegeben. Ich hatte eine 6 und jetzt eine 5, glaube ich, gegeben, ne? Ja, man sieht so, oh, scharf, Hilfe! Hilfe, ist so scharf! Und, ja. Genau, da kommt die Mutter von Jasmin rein. Gut, dass man die nicht mehr gehört hat. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber egal. Ja, gleich geht sie wieder raus. Aber gut, dann hört man sie nicht, umso besser. Wir lassen uns davon nicht stören, machen wir weiter. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, 6 Punkte gegeben und du hast 5 Punkte vergeben. Und die waren so lecker, dann nimmt der Semi sich gleich nochmal eine. Lecker, lecker, lecker. Legen wir es mal beiseite. Und, ja, gut. Dann packt man die nächste Sache aus. Mensch, wir schnacken mal lange, wa? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich warte jetzt die ganze Zeit heiß auf die andere Sache. Ja, gut, dann packe ich die nächste Sache mal aus. Das, meine lieben Freunde, waren so Kaubonbons. Meine Freundin sagt Litschi, ich sag Apfel oder Traube, Premium, irgendwas wieder auf Japanisch. Ja, das sind Kaubonbons, die ein bisschen nach Apfel, ein bisschen nach Litschi schmecken, ein bisschen nach, obwohl Litschi sind nicht grün, ne? Also mir jetzt voll nach Traube geschmeckt, so nach Wein, keine Ahnung. So ein bisschen nach Wein hat's geschmeckt. Ich fand die voll gut.
Ich kriegst übelste Zahnschmerzen von, aber ich fand die voll lecker. Die voll süß waren, die im Geschmack. Fand ich jetzt persönlich eigentlich ganz lecker. Gut, man sieht's nicht. Da waren wir noch so bescheiden und haben das nicht in die Kamera gezeigt, aber es sind einfach grüne kleine Bällchen. Oder waren die weiß? Ich glaube, die war weiß-grün so ein bisschen. Und, ja, ich hatte, glaube ich, 7 Punkte gegeben und du 6, ne? Also einen Punkt mehr haben wir bei denen gegeben wie bei den Chips. Die waren so ein bisschen zu süß, man hat es gerade gesehen. Und oh, mein Zahn meldet sich. Ja, also wenn du wirklich viele von denen isst, kriegst du übelst Zahnschmerzen. Das stimmt wohl schon. Wobei die auch voll empfindliche Zähne haben. Ja. Gut, so viel zu dem. Wie gut ich das einfach nachsynchronisieren kann, ne? Oh, da war ein Schnitt drin. Oh, da war ein Schnitt drin. Da, egal. Was hatten wir denn da in Hand? Das waren diese, genau, diese Erdnussflips Kugeln. Warum alles irgendwie kugelrund ist, keine Ahnung. So sehen die aus. Ich habe gemeint, das wären irgendwie zwei Kürbisse, aber das sind eigentlich, ja, das ist so ein Zwiebelgeschmack so. So zwei Zwiebelkugeln. Und, mir haben die nicht so geschmeckt. Also mein Geschmack war es nicht. Ich glaube, ich hatte da nur 3 Punkte gegeben. Und du hattest voll viel gegeben, ne? Die haben die voll lecker geschmeckt, sieht man auch. So, sie ist, sie lässt sich schmecken. Da sag ich jetzt hier, hey, zeig mir mal in die Kamera. Man muss ja auch mal ein bisschen mal die von nahem sehen. So. Naja, so ein bisschen, ne? Und, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt versteht, wenn du mit Trillio hammelst. So, und da nehme ich sie in den Mund, hm? Du lässt dir verschmecken, lecker, du grinst voll und ich kotze mir gleich einen ab. Aber das Schlimmste kommt ja noch, das Schlimmste kommt ja noch, Leute. Oh Gott, was war das? Mir hat's nicht so geschmeckt. Ich habe auch nur 3 Punkte gegeben, wie gesagt. War jetzt nicht so mein Geschmack. Müsste ich mal so vorstellen, das hat richtig nach altem Fuß so geschmeckt. Irgendwie so nach alter Zwiebel oder so. Irgendwie voll war nicht so mein Geschmack. Gut, nächste Sache. Was haben wir denn da? Schokolade war das. Man erkennt es auch schon an der Form. Nein, das ist eine Tafel Schokolade. Look. Es gibt ja 2 Sorten, ne? Ja, hab ich doch gesagt, das sind jetzt nochmal von innen gucken. Also ich hatte die lilane Sorte, das seht ihr ja gleich auch mal. Ich wusste gar nicht, dass es Orange und Traube gibt oder keine Ahnung, was das für Geschmacksrichtungen sind. Ich fand das ja alles noch. Dann nimmt er sie raus. So. Die habe ich erst nicht aufgekriegt. Man sieht's vielleicht. Und da habe ich den Furzpopel in der Hand. Wirklich so eine ganz normale Tafelschokolade. Schmeckt auch genau gleich wie die wir kennen. So eine. Hat ein bisschen was von einer Zartbitterschokolade gehabt, fand ich. So eine leicht bittere Schokolade so. Ansonsten ein bisschen. Das schmeckt halt voll gleich wie hier. Joa. Dann packe ich gleich nochmal eine aus. Weiß nicht, warum ich nochmal eine gegessen hatte. Ach ja, weil du gesagt hattest. Ach ja, stimmt ja. Du hattest gesagt, von innen hat mir noch eine andere Farbe. Und tatsächlich. So ein bisschen dunkellila. Ja, und da. Ne, also das schmeckt halt. Mit der Schokolade. Was willst du dazu noch sagen? So, was haben wir hier? Das war wirklich lecker. Das war so eine, frisch kannst du jetzt nicht mehr sagen, aber es war so ein kleiner Kuchen war das. So ein kleiner Kuchen, so eine kleine Kuchenrolle, so ein bisschen mit, also so eine Teigrolle und da drin war halt, ja, buntes Zeug, bunte Kuchenglasur, so ein bisschen Brotkuchenmäßig so. Und ja, hat auch mega, mega fruchtig lecker geschmeckt. Schön ein bisschen süßlich im Geschmack. Und was hatten wir eigentlich beim Dings vergeben bei der Schokolade? Ich weiß gar nicht, was der gegeben hatte. Ich glaube eine 5 oder so. 5 war das, glaube ich. Und beim Kuchen hattest du eine 9 gegeben. Und ich hatte, glaube ich, eine 7 oder so gegeben. Bin mir nicht mehr sicher. Da kommt sogar schon die nächste Sache. An Land. Das hat auch so ein bisschen geschmeckt wie diese. Ja, ein bisschen wie Mao Arm, so ein bisschen wie diese. Genau, wie diese Haribo,
Pico-Dinger da, diese Fußball-Haribo-Süßigkeiten. So ein bisschen haben die geschmeckt, vom Geschmack her. Waren halt so eine ganz normale Stäbchen, so. Die waren ja echt von der Pink. Süße Stäbchen, so. Ich hab die gar nicht aufgekriegt. Ich hab die gar nicht auseinander. Ja, ansonsten. Ich hab die ganze Zeit überlegt, nach was können die denn schmecken? Hm, ich kenne den Geschmack da irgendwo her. Ja, ganz, ganz klassisch, also auch nichts Besonderes vom Geschmack her. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich vergeben hatte. Auch wieder so, glaube ich, sechs Punkte, glaube ich, so im Dreh rum. Also es hat wirklich keine Sache, wirklich richtig schlechte Punkte von den ganzen Sachen, die wir hatten, nur halt eine. Aber da könnt ihr euch gleich erstmal, ich glaube, da werden wir uns auch nochmal ein Ablachen, wenn wir das live nochmal sehen. Weil, ja, das war das. Oh, das war so ekelhaft. Das, ist Fleisch. Ja, getrocknetes Fleisch, ne? So ein bisschen Beef, ein bisschen Jerky. Ein bisschen Beef Jerky. So, irgendwie gesalzen. Ich habe noch nie so getrocknetes Fleisch gegessen. Ich dachte auch erst so irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Rosinen oder sowas. Getrocknete Rosinen oder so. Ja, es hat richtig gestunken. Du wolltest das endlich antun und ich hab's mal, ja, ne, aus Neugier, ne, wir zeigen es euch auch nochmal. Ich wollte einfach mal wissen, wie das schmeckt. So, gesalzenes, getrocknetes Fleisch. Hat mir das von Hundefleisch oder so? Ja, ich meine, so, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, wir haben extra mal kurz vorher Pause gemacht, damit wir es spannender machen. Da habe ich es im Mund genommen, fand ich gar nicht so. Und dann habe ich mir einen abgekotzt. Das war so ekelhaft, Alter. Das war. Ich habe auch nochmal gesagt, das war wirklich richtig trocken und wirklich. Du hast auf Gummi rumgekaut. Das war so, du konntest es gar nicht. Ich konnte es gar nicht zerbeißen, weil es einfach so ekelhaft. Du konntest es nicht kauen. Ich habe einfach nur auf so ein Stück Gummi rumgekaut. Und es hat so ekelhaft nach Salz geschmeckt und so bitter und. So richtig. War einfach so. So ekelhaft, also ich empfehle euch nicht nachzuprobieren oder so, also vielleicht schmeckt es dem einen oder anderen Fleischliebhaber, aber ich fand es jetzt nicht so lecker und habe auch nur einen Punkt gegeben. Ja, das sind so kleine Mauarmkugeln, Quatsch, oh, was will ich denn mit Mauarm die ganze Zeit? M&M, also das waren wirklich kleine Schokoladenkugeln in verschiedenen Farben, ne, es sah erst ein bisschen aus wie kleine Kaugummi-Bonbons, aber es waren mit Schokoladenfüllung, so überglasierte Kugeln. Ja, wie Mauarm halt, nur in kleiner und in so einer lustigen Tröte. Ja, der erste hat erstmal nach gar nichts geschmeckt und dann halt ein bisschen Schokolade kam halt hoch. Aber was wirklich besonders war das jetzt nicht. Ich habe auch nur 3 Punkte vergeben. Ne, meine Freundin isst ja eigentlich keine Schokolade, aber hat da trotzdem mal zugelangt. Ja, siehst du, aber auch gleich mal weg. Hä? Warum? Weil ich hasse Schokolade über alles. Ja, aber die hat es ja geschmeckt. Ich fand es gar nicht so ekelhaft. Ich habe nur 3 Punkte gegeben. Wie viel hast du? Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Wie viel Punkte hast du vergeben? Ein. Ja, echt? So, da haben wir jetzt das Zeug zum selber mixen, zum selber machen. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen hier. Na, da brauche ich schneide ich so raus. Da mache ich das Video, was ich hier eingeblendet hatte, mit dem Schnelldurchlauf.
So, und da kommen wir zur letzten Sache. Das waren kleine Koala, Nutella, Schokokekse. Irgendwie in Deutschland gibt es ja auch so welche. Die haben auch voll die gleiche Verpackung. Deswegen, die haben mich voll an die dran erinnert. Und, ja, die haben... Hallo, da bin ich. Nee, man hat mich wirklich die ganze Zeit immer nur so ein bisschen gesehen, habe ich auch gesagt. Und man sieht nur meinen Kopf. Voll putzig. Dazu gesagt, da konnte man irgendwie seinen Namen draufschreiben oder ja, so, ne? Da stand doch Name, das war das einzige deutsche Wort. Ja, Name ist ja auch Englisch so ein bisschen. Und da wackel ich mal am Fuß rum. Ja. Da macht es auf. Und da sind auch so kleine Panda-Bärchen drauf, Koala-Bärchen drauf. Auf der Seite hier. Na, nee, der war schwach. Falsch rum. Ja, das habe ich auch da. So war das richtig. Ja, kleine Koala-Bärchen drauf gemalt. Und ich fand, die haben eigentlich auch voll gut geschmeckt. So, erst hast du den Keks geschmeckt und dann kam halt der Nutella-Schokoladen-Geschmack hoch und der Mischmasch war eigentlich voll lecker. Wie viele Punkte hatte ich gegeben? Ich glaube 7. So, leer. Nichts mehr drin. Und, ja, das waren sie, all die Sachen, die, all die leckeren Sachen, all die, und, ja. Meine Highlights waren jetzt die Chips, die fand ich ganz gut, auch weil ich gerne Chips esse. Ansonsten hier diese Apfel-Trauben-Bonbons, die fand ich auch ganz gut. Ja, und, ansonsten... War jetzt nicht. Ja gut, die Rolle, diese Kuchenrolle, die war auch ganz. Die war auch ganz lecker. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Vielleicht machen wir die Monate nochmal so ein Unboxing, Unpacking von der Tokyo Treat Box. Und dann würde ich erstmal sagen, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Und ja, Leute. Tschüss.